Und es gibt Tage voller Lachen aus nichts als Kinderseligkeit. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, sagt der Valentin. Und ich bin ein geborener Fremder. Mit einem jüdischen Vater, der in der Emigration war. Wir sind immer auf gepackten Koffern gesessen. Ich habe als, glaube ich, 18-Jähriger ein Lied geschrieben. Misstraue der Idylle, sie ist ein Mörderstück. Schlägst du dich auf ihre Seite, schlägt sie dich zurück. Und das ist für einen 17-Jährigen ziemlich erstaunlich, aber es gibt Auskunft über das Gefühl, das ich in dem Alter schon hatte. Und ich kenne eigentlich niemanden, der nicht in bestimmten Situationen fremd ist. Und ich kenne niemanden, der nicht, wenn er aufwacht, häufig mit sich selber fremdelt, wie man in Wien sagt. Also ich glaube, jeder, der uns besuchen wird, und auch alle Künstler, sind fremd in der Fremde. Und eine der größten Fremden auf diesem Planeten ist unser Inneres. Ich halte mich nicht für einen Künstler, ich halte mich für einen Schüler, der versucht, weiße Flecken auf der Landkarte meines Wissens zu tilgen. Luna Luna, eins meiner merkwürdigsten, schönsten und gewagtesten Projekte, das verbinde ich ganz mit Hamburg, weil die Weltpremiere war auf der Moorweide hier. Und da waren Künstler wie der Roy Lichtenstein, wie der Jean-Michel Basquiat, wie der Keith Haring, wie der Dalí, wie die Sonia Delaunay, also eine unfassbare Parade von Weltkünstlern, die fast alle tot sind. Der Baselitz, der noch lebt, Gott sei Dank. Und es hat vom ersten bis zum letzten Tag mit wenigen Ausnahmen hier geregnet. Und das hatte zur Folge, dass die Kinder sich gewälzt haben im Dreck und viele Erwachsene gesagt haben, lass uns auch Kinder sein. Und Liebespaare haben sich plötzlich fallen lassen und in diesen Wiesen ihre Kleidung für immer vernichtet. Wenn man in eine Stadt kommt oder in ein Gebäude kommt, das man vorher nicht gekannt hat und auf das die Stadt sehr stolz ist, neigen alle immer zum Überloben. Großartig, ich bin so dankbar, dass ich in Castrop-Rauxel bin, was auch immer. Hier ist es wirklich ein ganz besonderer Fall. Ich kenne kaum eine Stadt, die es je gewagt hat, so ein ungewöhnliches Projekt nicht nur zu behaupten, sondern zu verwirklichen. Das tut Hamburg gut, das tut allen gut, die das sehen, die hineingehen. Es tut den Musikern gut, die fühlen sich irgendwie für ihr Talent geehrt, wenn sie an so einem ungewöhnlichen Platz stattfinden dürfen. Und mich inspiriert es sehr. Ich bin gestern ein paar Stunden hier spazieren gegangen oder durfte hier spazieren gehen und ich finde es einfach wirklich eine kluge, eine schöne, eine vorausblickende und eine zauberhafte Tat, das gemacht zu haben. Also mir und meinen Künstlern, die hierher kommen werden und allen, die beteiligt sind, tut es wirklich gut hier. Und ich gratuliere denen, die es gemacht haben. Und ich gratuliere den Steuerzahlern, dass sie den Bürgermeister nicht ermordet haben, der damals an der Macht war und der die Gelder locker gemacht hat dafür. Denn im Nachhinein, wenn es da steht, sind eh 90% der Menschen begeistert. Dazu gehöre auch ich. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in euren Köpfen. Und sind sie nicht in euren Köpfen, dann suchet sie. Die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid und dreht sich stumm nach anderen Wirklichkeiten um.